Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Freitag, 20.15 Uhr. Primetime. Primetime, direkt nach der Tagesschau. Da sind wir wieder mit der 10. Folge von Zeig mir deins, ich zeig dir meins. Ja, heute ist es allerdings so, dass nur Chris was gezeigt hat, weil wir tatsächlich nur Filme von Chris gezogen haben. Ja, was das Prinzip von der kleinen Show, die ihr auch als Podcast hören könnt, wir haben ein Einmachglas und da sind ganz viele Zettel drin, da hat jeder von uns Filme reingeworfen, von denen er glaubt, dass der andere sie auf jeden Fall mal gesehen haben muss. Und dann ziehen wir immer eins. Und diesmal habe ich Glück gehabt, drei Filme von mir waren dabei. Ja, ich hatte Pech. Ja. ein bisschen. Also ich will mal so sagen, es waren drei Filme, davon hat mir einer nicht gefallen. Na siehst du, also dann war es ja. Und den einen, den hast du vielleicht, den musst du nur noch vielleicht einfach noch mal ein bisschen lieber würdigen. Ja? Nein. Ja. Na gut. Für diejenigen, die sich wundern, was hinter uns dieses Poster macht von der Comic-Con, von der German Comic-Con, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal merken, den Twitch-Kanal von der German Comic-Con, denn am Sonntag, da werden wir einen ganz großen Teil der German Comic-Con zu Hause bestreiten. Wir werden nämlich ab 19 Uhr ganz viele Stars interviewen. Und dazu habe ich auch, glaube ich, mal was vorbereitet hier, genau. Da habe ich nämlich mal den Streamingplan mal rausgeholt. Wir können mal überblenden. Ja, also es geht los um 13 Uhr. Und dann haben wir, also nicht wir, sondern da gibt es das erste Interview mit Michael Holschulte. Das ist ein Comic-Talk. Dann gibt es ein paar alte Panels zu sehen. Dann gibt es einen Cosplay-Talk mit Farbenfuchs. Dann haben wir einen Cosplay-Talk mit Ligi. Krawau TV kommt und so weiter. Ihr seht es hier und dann ab 19 Uhr geht's los mit den Stars. Den Auftakt macht Robin Lord Taylor. Der ist bekannt als Pinguin aus Gotham. Dann haben wir Sam Jones. Der war Flash Gordon in den 80ern. Ich weiß gar nicht, ob noch was anderes war. Das müssen wir mal schauen. Das können wir ihn dann ja fragen. Können wir ihn dann mal fragen. Dann kommt Michael Cutlitz. Der ist Abraham in The Walking Dead gewesen. Dann haben wir Eddie Miller, auch die hat in Walking Dead mitgespielt. Wir haben Manu Bennett, den kennt ihr aus The Hobbit und Arrow. Ja, und dann haben wir noch Chelsea Rice, die ist aus The 100. Jawohl. So, genau. Also das gibt's alles am Sonntag ab 13 Uhr. Könnt ihr da im Grunde genommen auf jeden Fall mal auf dem Twitch-Kanal von der German Comic Con vorbeigucken. Ja, ich bin schon ganz gespannt, wie das ablaufen wird, ob das mit der Technik alles klappt, wie die Stars auch so drauf sind. Mhm. Na, da bin ich wirklich mal sehr gespannt, weil es einfach was ganz Neues ist. Normalerweise haben wir ja immer Haribo und Killepitch. Das also können wir euch dann gar nicht anbieten. Genau, wenn gar nichts geht, geht halt immer Haribo und Killepitch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob, ja, wenn jetzt halt bei dieser Show wir das nicht live machen können, also denen das geben, dann kriegen sie vielleicht irgendwie Gutschein oder so. Ich habe noch eine Tüte Haribo hier, die könnten wir einfach in die Kamera halten und sagen, kennst du das? Ja. Können wir dir jetzt leider nicht geben, aber erzähl doch mal. Sowas in der Art, ja. Gut, dann fangen wir mal an mit dem ersten Film. Das ist nämlich ein Film, den haben wir beim letzten Mal erwähnt. Ein Schauspieler, den haben wir erwähnt. Ja, und dann haben ich wir den Film auch erwähnt? Ich habe den Film erwähnt, weil ich sagte, den hast du bestimmt noch nicht gesehen. Ja. Ja, und so war es dann auch. Da habe ich mir gedacht, komm, dann schmuggel ich den mal so rein. Weil eigentlich hast du den anderen Film von Alfred Hitchcock gezogen, aber... Ja, Die Vögel hatte ich gezogen. Aber ich glaube, Die Vögel ist heutzutage echt ein bisschen lame. Ich habe den Film mal angefangen irgendwann, weil ich habe so ein Buch, 101 Dinge, die man in seinem Leben getan haben sollte. Und da ist auch eine Liste drin mit den Filmen, die man gesehen haben sollte in seinem Leben. Und da ist auch Die Vögel drin. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal in meiner Jugend angefangen, diesen Film zu gucken. Und ich habe, glaube ich, nach 15 Minuten ausgemacht, weil er so langweilig war. Also ganz kurz, der ist, glaube ich, der ist schon gut. Ja, der aber ist ich glaube, der ist gut, nach heutigen Maßstäben, ist das ja, okay. Also es gibt bessere Hitchcocks. Deswegen habe ich mir gedacht, schmeiße ich mal einen anderen rein. Nämlich auch einen Film mit James Stewart, nämlich Cocktail für eine Leiche.
Oh, den sieht man jetzt noch nicht so ganz. Oh, den sieht man jetzt noch nicht so ganz, dann machen wir das hier weg. So. Cocktail für eine Leiche, ganz genau. Ja. Der Film heißt im Original Rope. Rope? Ja, das Seil. Ah, macht Sinn. Macht Sinn, ne? Ja, wenn man den Film gesehen hat, dann macht das Sinn. Und ist auch wie unser letzter Film mit Jimmy Stewart wieder ein Theaterstück. Das Theaterstück heißt auch Rope, auf Deutsch Party für eine Leiche. Die Deutschen. Der Film ist schon von 1948 und war der erste Farbfilm von Alfred Hitchcock, den er gemacht hat. Und der Film hat auch eine Besonderheit, nämlich... Es gibt keinen sichtbaren Schnitt. Richtig, es gibt nämlich es gibt zwei oder drei sichtbare harte Schnitte. Ansonsten wird versucht, immer mit der Kamera so sich zu bewegen, dass praktisch der Schnitt nicht zu sehen ist. Ja, also man wird immer so überblendet. So. Ja, aber auch keine Überblendung im klassischen Sinne, sondern... Ja, aber es wird halt so ins Dunkle gefahren. Und dann man fährt auf den Rücken von jemand zu aus dem Rücken wieder raus und da war eben dann der Schnitt. Genau. Also, sodass der Zuschauer halt keinen Schnitt richtig sehen kann. Und das Ganze dann auch, das nur in einer Wohnung spielt, in New York, mit einem Ausblick auf die Skyline von Manhattan, hat man das Ganze auch schon sehr theaterhaft inszeniert. Ja. Die haben auch da, also der Grund war eigentlich, dass die Filmrollen damals nur 10 Minuten Film hatten. Okay. Sonst hätten die das viel länger gemacht. Aber die mussten alle 10 Minuten einen versteckten Schnitt einbauen, weil die Filmrollen nicht länger waren. Und an der Stelle hat man dann eben aber 10 Minuten durchgespielt. Was also ja, das auch ist ein bisschen schon lang, wenn man sich das überlegt. Also stell mal vor, du filmst 9 Minuten und dann passiert ein Patzer. Ja, man kann es gerade mal anfangen. Ja. Aber worum geht's jetzt bei Cocktail für eine Leiche? Es ist, wie bei Hitchcock üblich, eine Mordgeschichte. Ja. Ich weiß nicht, also ist ja eigentlich üblich für Hitchcock, oder? Also, es ist ein Krimi. Ja, genau, Kriminalgeschichte, ja. Wir haben am Anfang direkt das Verbrechen und sind Zeuge des Verbrechens. Ja. Und können direkt beobachten, was geschieht. Ja. Ja, und zwar wird jemand umgebracht. Das kann man schon verraten. Ich finde es gerade ganz drollig, wie du dich rumlavierst, irgendeinen Namen zu nennen, den du überhaupt nicht mehr kennst. Richtig. Moment, wie hieß denn doch mal der Ermordete? David? Ja, richtig. Ja, David also, wird ermordet. Vielleicht fasse ich es mal zusammen. Ja, also ich glaube, es ist schon allgemein bekannt, dass ich in Zusammenfassungen überhaupt nicht gut bin. Deswegen habe ich so eine Freude dran, das jedes Mal aufs Neue hier rauszukitzeln. Also es geht um zwei junge Männer, den Brandon und den Philip, die von ihrem ehemaligen Lehrer, dem Rupert Cuddle, einen Floh ins Ohr gesetzt gekriegt haben. Nämlich, dass es einen Übermensch gibt und dass... Sie als Übermenschen, die bezeichnen sich ja das Recht hätten, andere auch zu ermorden, ja, Mord sogar zu einer Kunstform zu erheben. Mhm, ja, genau. Und aus dieser Warte heraus bringen sie einfach einen ehemaligen Mitschüler um. Nicht, weil er ihnen was getan hat, sondern einfach nur, weil sie wissen wollen, ob sie mit dem perfekten Mord davonkommen. Und weil der Mord an sich zu einfach wäre, treiben sie es auf die Spitze. Sie geben nämlich am gleichen Abend noch eine Party, auf der der Ermordete eigentlich eingeladen ist. Und sie verstecken die Leiche auch noch in einer Truhe, die mitten im Raum steht, in der die Party stattfindet. Wo das Essen drauf serviert wird. Und perfiderweise stellen sie noch das Essen drauf. Ganz genau. Das ist schon sehr frech. Ja. So, und dann findet halt diese Party statt. Sie haben noch eine Haushälterin, Mrs. Wilson. Und irgendwann am Ende, irgendwann im Laufe der Party, also es ist anwesend die Freundin, Verlobte vom ermordeten David, der Vater, die Tante, weil die Mutter nicht kann von David, der Ex-Freund der Verlobten, die zwei Mörder und dann kommt eben noch Rupert Cuddle, gespielt von James Stewart, der auch eingeladen wird, weil der Brandon hat ihn eingeladen, weil er eigentlich schon so ein bisschen hofft, dass er rauskriegt, was passiert ist. Aber er halt die Hoffnung hat, dass er dann auch dafür entsprechend gelobt wird, weil die Idee kam ja von seinem Lehrer. So. Und dann entspinnt sich halt eben ein, wie ich finde, durchaus spannendes Kammerspiel. Nämlich A, wie der Rupert immer weiter hinter das eigentliche Geschehen kommt.
und B, wie der zweite Mörder, der Philipp, nämlich langsam anfängt, ein bisschen nervös zu werden. Ein bisschen? Also der ist am Schwitzen die ganze Zeit. Der ist immer super nervös. Der andere macht so den coolen Macker irgendwie, sehr arrogant. So kam es zumindest rüber. Ganz Übermensch halt. Ja, genau. Also der findet, er ist wirklich der Schlauste und Listigste von allen und hat dann ja auch noch mit diesem Seil, was die ja als Mordwaffe benutzt haben, noch die Idee, Bücher, die dann von dem Vater des Ermordeten ausgeliehen werden, dass er die da mit dem Seil zusammenbindet. Ja. Und ihm, dem Vater, die Mordwaffe mitgibt. Ja. Also er lässt keine perfide Idee aus. Der Zuschauer weiß natürlich die ganze Zeit, wo die Leiche ist, was, was Sache ist und so weiter. Und das macht eigentlich so ein bisschen diese Spannung aus. Ja, ja. Also man weiß. Dauernd will dann jemand in die Kiste reingucken, ja. Und ja. Also ich denke, es ist von Anfang an klar, damit kommen die nicht durch. Aber herauszufinden, wie jetzt die Geschichte sich auflöst, das ist halt wirklich das Spannende. Einfach zu sehen, okay, womit verraten sie sich? Mhm. Ne? Und eigentlich ist es ja die Schuld von dem Nervösling. Ja, von Philipp. Also eigentlich hätte es eigentlich klappen können. Es hätte klappen können, aber der war so nervös. Und dann gab es ja auch noch auf der klappen können. Ja, und dann noch. Ach ja, und die haben den Hut vergessen. Ja, den Hut haben das sie vergessen. Das war halt dann auch noch das Indiz. Ja, ja. Jetzt wollen wir nicht zu viel spoilern. Also wobei, es ist jetzt kein großer Spoiler. Man kann relativ schnell erahnen, wie es ausgeht. Es geht mehr um die Charaktere, wie die eben sich verhalten. Genau, wie auch die Geschichte einfach erzählt richtig. Ist. Richtig. Und natürlich auch der philosophische Ansatz. Also mit dieser Übermenschgeschichte. Es wird so ein bisschen impliziert, dass der Vater von David, also im Original auf jeden Fall, im Deutschen ist es rausgenommen worden in der Synchro, im Original wird impliziert, dass der also ein Holocaust-Überlebender ist. Ach so. In der deutschen Synchro, der übrigens erst 20 Jahre später in Deutschland ins Kino kam, also okay. 1900 oder nicht ganz 20 Jahre, 1963, 64 kam der erst ins Kino, ist dieser Verweis mehr oder weniger raus, aber man kann schon so in seiner Argumentation erahnen, worauf er eigentlich hinaus will. Okay. Und am Ende ist ja dann der James Stewart auch geläutert, weil er sagt, das wollte ich ja überhaupt nicht. Es war ja nur eine Idee, war ja nur ein Hirngespinst. Ja. Das diese ist was, Idee was er nie ernst in die Tat umsetzen würde, sondern es war einfach nur Philosophie und halt etwas, worüber man im Unterricht zum Nachdenken anregt. Richtig. Das aber eher eine negative Sache wäre, wenn man es so in die Tat umsetzt. Ja. Man kann nicht einfach Leute einfach so umbringen. Tut es nicht. Tut es nicht. Don't do it. Don't do it. Don't go out and kill people. Ja, ja. Was sagst du? Top, kann man gucken. Ja, sage ich auch. Top, kann man immer noch Film, gucken. Netter Film, vor allem jetzt nochmal James Stewart zu sehen, war wirklich nett, weil es ist wirklich einfach so netter. Es ist jetzt einfach so netter. Ja, wir haben irgendwo hat jemand drunter geschrieben, was wir denn für Nerds wären, wenn wir so olle Filme empfehlen würden. Und wer Four Lions nicht mag, der hat ja sowieso keinen Geschmack. Das sind immer so die geilsten Kommentare. Ja, also, erstmal ist Geschmack was total Individuelles. Das werdet ihr auch gleich beim dritten Film sehen, den wir nachher besprechen, weil da haben wir beide komplett andere Meinungen zu. Und wie gesagt, ja, eine Meinung, die kann man sich einfach selber bilden. Alte Filme finde ich klasse. Und es gibt nirgendwo ein Regelhandbuch für Nerds. Nee, so ein, also. Sorry, was soll denn das? Ich liebe ja solche Kommentare. Wir hatten auch mal einen, es gibt ja so einen neuen, vor zwei Jahren kam der ins Kino, so einen ganz schrecklichen Film mit Terence Hill. Ach, ganz, ganz grausam. Ja, wo wir in der Premiere waren. Mein Gott, war das ein Schmarrn. Und dann stand irgendwo in dem Kommentar dann auch drunter, Sebastian von Dreck am Dienstag und ich haben den kräftig in der Luft zerrissen, den Film, es ist auch ein großer Scheiß. Und dann stand irgendwo drunter, unter irgendeinem Kommentar, ja, wer den Film nicht mag, ist ja kein Bud Spencer-Fan. Also so, ich bin so, wow, was für eine spitzenmäßige Meinung. Ja, unglaublich. Also falls ihr so eine Meinung habt, dann seid ihr bei den Nerdizisten ehrlich gesagt, vielleicht nicht ganz so richtig. Also ihr dürft euch weiter hören, aber ich glaube, ihr werdet nicht so viel Freude mit uns haben. Ja, also ich finde, jeder darf eine Meinung haben, aber uns dann nicht verbieten, was wir gut zu finden haben. Also ich meine, Das ist ja und ja,
wer jetzt Cocktail für eine Leiche blöd findet oder generell halt ältere Filme nicht so mag, der muss sie sich ja auch nicht anschauen. Völlig in Ordnung. Ich schaue mir sowas gerne an, weil man einfach auch mal was anderes sieht, beziehungsweise man sieht mal so, ja, die Entwicklung der Filmgeschichte da sind halt auch viele Dinge, die halt jetzt auch heutzutage von Filmemachern übernommen werden. Absolut. Und das ist doch schon ganz nett zu sehen. Übrigens habe ich beim letzten Mal erwähnt, als wir Tron besprochen haben, aber habe es nicht gezeigt, weil ich sagte, es ist hier in der Kiste und ich heb's es nochmal in die Kamera ein letztes Mal. Das sieht man gerade nicht. Ja. Oh, stimmt, das sieht man nicht. So, genau, ja. Moment, ihr könnt es einfach ausblenden. So, ja. Zack, hier. Dann sieht man das jetzt hier, richtig. Und das ist also eine von diesen Actionfiguren, das ist ja die einzige Actionfigur von Tron, die ich jemals hatte, ohne, glaube ich, auch zu wissen, dass es von Tron war, sondern ich weiß nicht mehr, wann ich die irgendwie gekriegt habe. Aber ich wollte sie noch einmal in die Kamera halten, weil jetzt gehst du auf eine gute Reise, wir haben dich nämlich verkauft. Oh ja, wir haben gerade bei eBay Kleinanzeigen so ein paar Sachen drin, da muss der jetzt leider... Ja, genau. Also der hier macht sich jetzt auf die Reise. Ein glücklicher Besitzer freut sich drüber. Genau. So, dann kommen wir mal zum zweiten Film. Und da muss ich doch glatt mal in meine Bibel reingucken und eine Predigt halten. Ja, denn hast du denn gesündigt? Möchtest du was beichten? Ich habe halt noch kein Eis gegessen. Ah, das ist doch keine Sünde. Oder ist das eine Sünde? Ich habe schon ein Eis gegessen. Du sollst nicht so viel Eis essen. Ja. Drei, aber ich bin kein Kathole, von daher keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert mit dem Ganzen. Aber ich möchte diese wunderschöne DVD-Sammlung einmal hier in die Kamera halten, denn es geht um den nächsten Film, den wir besprechen werden. Das ist wieder einer von mir, nämlich Don Camillo und Peppone. Richtig. Ein wunderbarer italienischer Schwarz-Weiß-Schinken. Ja, von 1952. Aber mit einer guten Prise Humor, also ja, war schon lustig. Kanntest du denn Don Camillo und Peppone vorher? Ja, vom Namen her und ich muss sagen, so ein paar Szenen kamen mir irgendwie sehr bekannt vor. Entweder hast du das schon mal irgendwie geguckt und ich habe es so nebenbei irgendwie gesehen, dass du es geguckt hast oder ich habe es früher als Kind vielleicht doch mal irgendwie gesehen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall... war es jetzt das erste Mal, dass ich den Film von vorne bis hinten komplett gesehen okay. habe. Also, für alle, die Don Camillo und Peppone nicht kennen, Don Camillo und Peppone ist ein oder ein, sind zwei Figuren aus einem Buchroman von Giovanni Guareschi. Und wer ist Don Camillo? Don Camillo ist ein Priester im kleinen Ort Brescello in der Emilia-Romagna. Da wären wir fast dran vorbeigefahren, als wir unsere Toskana-Tour gemacht haben. Mhm. Aber wir wollten ja dann nach Hause. Und Peppone ist der kommunistische Bürgermeister. Das Ganze spielt kurz nach dem Krieg. 1948 oder so. Der Film ist von 1952. Und man muss ein bisschen, sag ich mal, wobei, da muss man eigentlich gar nicht, man kriegt sehr schnell mit, wer da so gegen wen ist. Also ja, es gibt auf der einen Seite eben die kommunistische Partei in Form von Peppone und seinen Anhängern und eben, wie es Peppone immer sagt, die Freunde der Reaktion, ja, also die christliche katholische Partei, beziehungsweise eine Partei ist es gar nicht, ist eigentlich die Opposition und Don Camillo ist halt deren Sprachführer, aber mehr, weil er einfach ein sehr, ja, wie soll man sagen, ein sehr schlagfertiger, im wahrsten Sinn des Wortes, Priester ist. Ja, das ist mal ein Priester, sag ich mal. Also. Ja. Und die zwei kabbeln sich eigentlich halt permanent. Du hast gesagt, erinnert dich ein bisschen an Tom und Jerry. Es ist wie Tom und Jerry, nur in echt. Wirklich. Also das ist so eine Hassliebe zwischen den beiden, weil auf der einen Seite können sie sich nicht ausstehen und sind sich spinnefeind. Und auf der anderen Seite mögen sie sich doch irgendwie. Ja. Also... Ja. Dann malen sie da zusammen die Krippenfiguren an und so. Ja, das ist ganz süß. Ja, also jeder wischt dem einen immer eins aus, aber man packt, schlägt sich, packt, verträgt sich. So kann man es eigentlich sagen. Ne? Und der Film ist sehr episodenhaft. Ja, es gibt sehr eine ganz
dünne Geschichte, die sich so ein bisschen durchzieht mit dem jungen Pärchen da, aber im Grunde genommen ist es eigentlich eher so eine, es sind halt eben, ich sag mal, im ehesten Vergleich war vielleicht so mit Ludwig Thoma, ja, also wer so diese alten Lausbubenfilme noch kennt. Ja, oder so Michel aus Lönneberg. Oder Michel aus Lönneberg, ja, genau, also so kleine kurze Episoden, die so locker in eine große Geschichte eingewoben sind, aber auch für sich funktionieren. Und das Ganze hat, was, also erstmal ist es für mich Kindheitserinnerung, weil die kamen so klassisch immer im Sommer im Dritten. Ja, da, die wurden so im Dritten im Ferienkino durchgenommen. Ja, und das ist so für mich, wenn ich zum Beispiel so an Sommerferien zurückdenke und da kam dann immer Pippi Langstrumpf und auch Michael aus Landeberger und so, und dann ist das wirklich so das Pendant dazu. Ja, die kamen immer so im Dritten. Wie gesagt, die sechs Filme gibt es. Es gibt noch einen mit Terence Hill, Keiner haut wie Don Camillo. Der ist okayisch, aber ja, er hat nicht den Charme der alten Filme. Okay. Und es gibt noch einen, den habe ich aber nicht gesehen, Don Camillo und das rothaarige Mädchen. Der sollte eigentlich mit den zwei Hauptdarstellern Gino Gervi und Fernandel auch noch gedreht werden in den 70ern, aber der Fernandel ist leider dann gestorben und so gibt es also nur sechs Filme statt der geplanten sieben. Und also von daher, guckt es euch einfach mal an. Es ist jetzt kein Schenkelklopfer-Humor, es ist eher so ein bisschen was, wie soll ich sagen, so ein bisschen, also wenn man es jetzt böse will, würde man sagen, es ist halt auch sehr gut gemeinter Oma-Humor. Also wenn man es jetzt böse will. Ja, das aber... Das ist halt so ein netter, harmlose Späße. So ein bisschen. Ja, also ja. Es ist aber auch nicht so lächerlich oder Nein, so, überhaupt sondern nicht. Es ist nett. Ja, ich finde gerade kein besseres Wort dafür. Wobei in dem Fall nett die kleine, nett nicht die kleine Schwester von Scheiße ist. Genau, es ist wirklich nett und ich würde sagen, für so ein gemütliches Sonntagmorgens vom Fernseher frühstücken ist das genau der richtige Film. Ja. Ihr könnt den bei Amazon leihen, aber ich empfehle euch wirklich, euch hier diese DVD-Kollektion zuzulegen. Keine Werbung, selbst bezahlt. Ja, die kann ich wirklich nur empfehlen. Die ist ganz toll gemacht. Achtet darauf, dass ihr dieses mit dem Brevier hier bekommt. Und dann habt ihr wirklich also fünf Filme. Sind es keine. Ist das so eine Bonus-DVD noch dabei? Nee, es sind fünf Filme und keine sechs. Der sechste ist der rothaariges Mädchen. Dann habt ihr also wirklich fünfmal Comedy vom Feinsten, wie ich finde. Feiner Humor, gute Drehbücher, schön, also geistreiche Dialoge auch. Ja, viel Wortwitz. Der im Deutschen sehr gut rüberkommt. Ich kann kein Italienisch, von daher keine Ahnung, wie es ist. Es ist immer in zwei Sprachen gedreht worden, Italienisch und in Französisch ist er gedreht worden, gleichzeitig, also nicht synchronisiert und die Deutsche ist dann eben synchronisiert worden. Also von daher, Don Camillo und Peppone kriegt von mir sowieso immer einen Daumen hoch. Kann man immer gucken. Von mir auch. Bleibe ich, ist auch sowas, wenn das kommt, bleibe ich immer hängen. Weil man kann ja auch immer hängen bleiben, weil es sind halt eben diese Episoden. Genau, man kommt einfach schnell in die Handlung rein, weil es jetzt nichts zu Kompliziertes ist. Weil die Prämisse ist halt immer die gleiche, würde ich mal sagen. Ne? Also Tom gegen Jerry. Ja. Man versteht es halt immer. Und wenn ihr mal in der Emilia-Romagna seid, dann könnt ihr eben auch nach Brescello fahren, weil die Originalschauplätze, die gibt es alle noch. Also die Kirche und das Rathaus und den Kirchplatz und so weiter. Und natürlich ist die ganze Stadt Brescello voll mit Don Camillo und Peppone Denkmälern überall an jeder Ecke. Ne? Deswegen wollte ich da schon mal hin, aber du hast es ja damals noch nicht gesehen, von daher vielleicht beim nächsten Mal. Ach, ja? Das dauert noch was, bis ich wieder mit dem Auto in die Toskana fahre. Es ist ja nicht nur das Kanal, es ist ja auf dem Weg in die Toskana. Ja, genau. Also, okay. So. Wir haben nur eben kurz vergessen zu erwähnen, wo wir den Cocktail für eine Leiche schauen können. Ja, richtig. Und zwar können wir den Film leihen auf Amazon Prime. Genau, wenn ihr Sky habt, dann müsst ihr mal bei Sky suchen. Also bei Sky in der Mediathek ist er auch drin. Don Camillo, leider, wie gesagt, nur zu leihen. Also kann man auch als HD leihen. Das ist, glaube ich, völliger Schwachsinn. Okay. Aber ich empfehle euch wirklich hier die DVD-Box. Ich glaube, da gibt es auch keine Blu-ray. Brauchst du auch nicht. Ist komplett überflüssig. Kriegt man bestimmt auch bei Medimobs oder so gebraucht vielleicht. Ja, günstig. Ja, ja. Aber wie gesagt, darauf achten, mal, dass es hier diese Version ist. Die andere ist nicht so schön. Ja, das war also jetzt Don Camillo und Peppone. Und dann kam so der dritte Film. Und sag mal was. Ich habe nach dem Film eigentlich schon alles gesagt. Du hast recht, ich hätte es mir für jetzt aufsparen müssen, aber ich habe halt nur geschimpft. Ich mag diesen Film nicht, ich will den auch nicht mehr gucken und eigentlich will ich auch gar nicht über diesen Film reden.
Wir müssen. Und dann wird mir wahrscheinlich wieder vorgeworfen, du hast den nicht verstanden. Ich habe diesen Film verstanden. Ich weiß nur nicht, was dieser Film von mir will und warum ich ihn unbedingt gucken musste. Naja, im Grunde genommen hast du ihn dann deswegen eigentlich schon verstanden, weil Filme von... Sag ja, von, ich habe ihn verstanden, ich bin ja nicht doof. Von Stanley Kubrick nämlich genau diese Provokation herausfordern sollen. Ja, das ist mir schon klar. Und deswegen reden wir jetzt mal über Clockwork Orange oder auf Deutsch Uhrwerk Orange. Warum heißt der eigentlich so? Ja, dafür muss man das Buch lesen. Damit ist es ausführlich erklärt. Ja. Im Film fällt das Wort ja nur einmal und wird gar nicht erklärt. Mhm. Ja. Okay. Also, worum geht's? Es geht um Alex. Alex und seine Drukes, die ja eine Schlägerbande sind. Und nichts als Gewalt, Sexgewalt und Milch im Kopf haben, also Moloko. Ja. Der Film beginnt, wie die Drukes ja auf einer ihrer nächtlichen Streifzüge eben unterwegs sind und erst eine andere Gang verprügeln, die gerade eine Frau vergewaltigen wollen, dann verprügeln sie erst einen Penner, dann verprügeln sie die andere Gang, dann dringen sie in das Haus eines Schriftstellers ein, vergewaltigen dessen Frau und schlagen ihn zum Krüppel. So, das ist so der erste Abend, dann geht der Alex nach Hause, legt sich ins Bett und wacht am nächsten Morgen auf und muss dann aber feststellen, dass seine Drukes ihm gar nicht mehr so treu ergeben sind, weil er sich nämlich ziemlich als ja Tyrann gegenüber denen aufspielt. Er schlägt ihn selber mit seinem Stock immer wieder mal in die Weichteile und so weiter und dann meutern sie gegen ihn und lassen ihn bei der nächsten Schandtat, die sie begehen, dann nämlich hängen und er wird von der Polizei verhaftet. Dann kommt er ins Gefängnis und muss eigentlich, ich glaube, 10 Jahre wegen Mordes oder irgendwie sowas absitzen. 17 oder 15? Irgendwie sowas, eine längere mehr Zeit 10, wegen, ja. Genau, wegen Mordes absitzen. Aber die aktuelle Regierung in diesem Film hat ein neues Programm für Straftäter ins Leben gerufen, nämlich die sogenannte Ludovico-Methode, mit der man gebrainwashed werden kann, um dann als ja friedfertiges Mitglied der Gesellschaft wieder entlassen zu werden, und zwar früher entlassen zu werden. Da wittert der Alex seine Chance, meldet sich freiwillig, wird dieser Ludovico-Therapie unterzogen und dann auch entsprechend vorzeitig entlassen. Die ganze Sache hat nur einen Haken. Er ist halt jetzt überhaupt nicht mehr zu gewaltfähig. Das heißt, jedes Mal, wenn er gewalttätige Fantasien oder Gefühle hat, muss er sich übergeben. Und es gibt noch einen Nebeneffekt. Dadurch, das ist wie bei Buffy mit Spike. Und es gibt noch einen Nebeneffekt, nämlich er ist dummerweise auch gegen seinen Lieblingskomponisten Beethoven. Nur gegen die eine Sinfonie. Genau, nur gegen seine Lieblingssinfonie, die neunte, geimpft worden. Das heißt, immer wenn er die hört, muss er nämlich auch Krämpfe und kann sich nicht mehr bewegen. So. Und das führt dann dazu, dass im letzten Drittel des Films, der Film ist so gedrittelt, also der erste Teil ist eben, wie gesagt, Alex and Drukes, der zweite im Gefängnis plus Therapie und der dritte, wie er dann rauskommt. Und das führt dann eben dazu, dass sich natürlich alle jetzt genüsslich an ihm rächen, den er vorher halt übel mitgespielt hat, weil er kann sich halt nicht wehren. So, das ist mehr oder weniger so diese Geschichte. Und was soll ich sagen? Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ging es mir auch ähnlich wie dir. Da habe ich mir auch gedacht, was ein Scheiß. Und dann habe ich ihn aber irgendwie, aber er hat mich trotzdem irgendwie gehabt. Also trotzdem hat mich der Film nicht losgelassen. Nicht nur, weil er in der Popkultur einfach so verankert ist und von den Simpsons über Madonna-Videos bis zu, keine Ahnung was, überall bis zu einem Toten Hosen-Song, hier kommt Alex, überall verwurstet wird, habe ich mich halt dann doch 2-3 Mal mit dem Film beschäftigt und muss sagen, inzwischen gucke ich den so alle 2-3 Jahre wirklich sehr, sehr gerne, weil ich einfach immer wieder noch was Neues entdecke. Und nachdem ich jetzt dieses Mal geguckt habe, habe ich schon wieder eine ganz neue Theorie. Aber warum guckt man diesen Film gerne? Das verstehe ich nicht. Naja, es ist ja kein... Ich gucke mir das nicht gerne an. Alles, was dort gezeigt worden ist, gucke ich mir nicht gerne ja, an. Ja, es ist auch kein gerne gucken, wie ich jetzt Don Camillo und Peppone gerne ja, gucke. Ja, ich weiß, aber das... Ich habe keinen Anreiz, mir einen Film anzuschauen, wo es um Gewalt geht. Das brauche ich nicht.
Ja, das ist ja, wie gesagt, das ist ja die erste Ebene. Und wenn du noch eben zwei, dreimal weiter eben ja, schaust... Ja, ich kann dann noch, man kann diesen Film so weit auseinanderstricken, ja. Das habe ich ja auch schon gesagt. Nachdem der Film zu Ende war, habe ich gesagt, das ist wie Effi Briest. Ja, es ist wie bei Effi Briest. Habt ihr mal Effi Briest gelesen oder den Film geschaut? Der Film ist furchtbar. Das Buch, da kann man sagen, oh ja, Fontane, bla bla bla. Und man kann auf der ersten Seite von Effi Briest den ganzen Film durchanalysieren. Das ganze Buch, Entschuldigung. Jeder, der Effi Briest mal im Deutschunterricht durchgenommen hat, weiß das. Ja, da strotzt es vor Symbolik und so weiter und so fort. Und das haben wir halt in diesem Film auch. Wir haben tausende Symbole. Wir haben so viele Dinge, die man da hinein interpretieren kann und so viel rumstricken kann. Ja, aber sorry, das macht den Film für mich trotzdem nicht besser. Und ja, ich kann da könntest du Seitenpamphlet drüber schreiben. Ja, und hier mit der Gesellschaftskritik. Und dann geht's dann noch um die ganzen phallischen Symbole. Und was hat das zu bedeuten? Und was macht das mit Alex? Und was macht das mit der Gesellschaft? Und bla bla bla. Da kannst du so viel draus machen und so viel darüber reden. Und ich finde den Film trotzdem immer noch scheiße. Weil, ganz ehrlich, diese Gewaltszenen, die sind einfach... fürchterlich. Das ist Gewalt. Das sollen sie auch ja, ich sein. Weiß. Dann hat er ja sein Ziel erreicht. Ja, hat er auch. Und er hat das Ziel erreicht, dass ich den Film nicht nochmal schauen will. Und ich gucke mir am besten gar keinen Kubrick-Film an. Da sagt das ein Machtglas aber was anderes. Boah, wenn das... Ja, du hast bestimmt 2001 noch da drin. Nein, ich habe gesagt, ich schmeiß die üblichen Verdächtigen nicht rein. Also auch nicht Shining. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ich will mir Shining nicht angucken. Habe ich keinen Bock drauf. Ich habe diese Stephen King-Dokumentation mal gesehen. Die hat mir schon gereicht. Da habe ich eigentlich den ganzen Film gesehen. Da brauche ich nicht den Film nochmal gucken. Oh nee, wenn der kommt, nee, auf keinen Fall. Da weigere ich mich. Hallo, ich habe super süßen, super sexy geguckt. Ja, das ist aber so harmlos. Ja, was ist eine Willst du, dass ich Albträume kriege? Es ist eine cineastische Qual. Außerdem haben wir gesagt, keine Horrorfilme. Das ist ja auch kein Horrorfilm. Natürlich ist das ein Horrorfilm. Ah, ein Gruselfilm. Ja, das zählt unter Horror. Ja. Vielleicht ist er auch gar nicht drin. Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls bei Clockwork Orange, diese ganzen Symboliken mit den ganzen Penissen da. What the fuck? Warum? Es ist so... Sorry, ich brauch das nicht. Also ich finde es halt einfach... Ich finde es... Ja, ich kann verstehen, dass jemand sagt, ich finde den Film doof. Und ich kann auch verstehen, dass jemand sagt, ich kann mit dem Film nichts anfangen. Ich kann nicht verstehen, aber das machst du ja auch nicht, wenn jemand sagt, also die Ästhetik des Films, okay, das ist halt 70er, der Film ist halt von 71, das siehst du dem natürlich an jeder Ecke an. Der ist was auf jeden Fall was Besonderes, weil er halt so heraussticht. Es ist handwerklich ein nahezu perfekter Film. Ja, auf jeder Ebene, vom Drehbuch angefangen, von Dingen, die am Anfang angesprochen werden, die am Ende wieder aufgegriffen werden, ja, wie bei Effi Briest. Vom Bildaufbau her, vom Aufbau der Handlung und so weiter, vom Einsatz von Musik etc. etc. Dieses Film ist handwerklich schon mehr oder weniger ein perfekter Film. Und da entdeckst du einfach jedes Mal noch was anderes. Ich habe jetzt beim Gucken auch schon wieder zwei, drei Sachen gesehen, wo ich mir da so, oh, das habe ich vorher noch nie gesehen. Zum Beispiel kommt, als er dann geläutert ist und dann an der Themse langläuft, da steht er ja dann da und schaut dann aufs Wasser. Und da ist mir zum Beispiel noch nie aufgefallen, dass das wird ja so gefilmt, als wäre er eigentlich nur ein paar Minuten da stehen. Dann kommt der Obdachlose an, er kennt die wieder. Aber was mir dann beim jetzigen Mal gucken aufgefallen ist, dass der Tidenhub der Themse nach und nach unten geht. Das heißt, der Alex steht da eigentlich, also für uns als Zuschauer nur ein paar Minuten, aber eigentlich steht er da 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden, weil eben die Ebbe dann eingesetzt hat. Und das ist kein Continuity Error, weil es wirklich kontinuierlich von einem Schnitt zum anderen runtergeht. Das sind so diese kleinen Dinge. Oder dann habe ich mir jetzt so überlegt, naja, was mir zum Beispiel jetzt aufgefallen ist beim Gucken, als er dann wieder rauskommt aus dem Knast und dann eben die mit Therapie hinter sich hat, dass er, ich bin jetzt heute nach dem 5., 6. Mal gucken davon überzeugt, dass er nur so, die wirkt gar nicht die Methode, er tut nur so.
Weil er will ja eigentlich seinen Vater schlagen. Und dann merkt er, Moment mal, ich kann ja jetzt gar nicht zuschlagen. Und dann kriegt er erst seinen Anfall. Mhm. Er spielt einfach seine Rolle. Ja, auch auf der Bühne, dann sagt er sich halt, na gut, dann lecke ich halt mal eben die Schuhsohle ab, ich komme dann halt raus. Aber das widerspricht sich doch ein bisschen mit am Ende, wo er von den beiden Polizisten verprügelt wird. Er kann sich da nicht wehren. Ja gut, das sind halt 2-1. Ja, aber er kann sich auch nicht wehren, weil halt wegen dieser Methode. Also müsste man jetzt nochmal genau sagen. Ich habe jetzt nicht so im Kopf die Szene, wie es genau abgelaufen ist, aber das weiß ich nicht. Also man müsste es nochmal unter der Brille, das werde ich am nächsten machen, ja, wenn ich den Film gucke. Guckst du dann bitte ohne mich, wenn ich weg bin. Werde ich ihn unter der Prämisse gucken, dass diese ganze Methode überhaupt nicht funktioniert, aber alle halt mitspielen. Ja. Die Regierung braucht, dass es funktioniert. Die Knastleute sind froh, wenn es funktioniert. Alex ist froh, wenn es funktioniert. Alle sind froh, wenn so weiterhin so getan wird, dass es funktioniert. Weil der Innenminister ja sagt, ja, wir müssen die Straftäter jetzt loswerden, wir brauchen den Platz für politische Gefangene. Ja? Mhm. Und so weiter. Also ich find den Film, ja, er ist schwierig, ja, er macht keinen Spaß zu gucken, er ist anstrengend, aber ich finde den Film trotzdem nicht großartig. Ich habe andere Lieblingsfilme, aber ich kann ihn einfach immer wieder gucken und er überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Und ich habe halt diesen, also am Anfang habe ich ihn gar nicht gemocht wegen diesem schrecklichen 70er-Jahre-Look. Das ist halt sowas von... Der Look, der schreckt mich eigentlich überhaupt nicht ab, weil ich den eigentlich cool finde. Ja, ich mag die 70er als Look nicht und ich mag es auch heute noch nicht. Und da kann ich mir nicht dran gewöhnen. Das Einzige, was mir halt nicht gefallen hat, war zum Beispiel dieser Anfang dieser Milchbar, diese Tische. Die sind aber von einem ganz berühmten Künstler. Oh, toll! Nur weil jemand berühmt ist, weiß ich noch nicht, dass es gut ist. Ich hab vergessen, jetzt von wem die waren. Das stand, glaube ich, auch irgendwo bei Wikipedia. Dieser Film, also ich hatte damals in der Schule ein paar Freunde, die diesen Film so abgefeiert haben und ich weiß auch nicht, was war mit denen los, keine Ahnung. Also den Film abfeiern würde ich jetzt, also ich feiere ihn als Kinofreund, weil es für mich der in vielen Dingen Perfektion ist. Ich feiere ihn nicht, weil das jetzt so ein tolles Unterhaltungskino ist oder abfeiern, weil es ein Kultfilm ist. Also ich gucke den einfach zur geistigen Erbauung, ja, weil ich einfach finde, da kann man immer wieder was Neues reininterpretieren, wie dann sieht wieder was Neues drin, ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber da entdeckt man einfach so viele Ebenen und ich finde das bei dem Film einfach toll. Ich hole dir mal Effi Briest als Hörbuch, ey. Ich habe ja mal eine 5 oder eine 6 in Deutsch geschrieben, bei der Judenbuche. Annette von Rostehülshoff. Ich muss das nie lesen, das Buch. Und ich glaube, da ist mein Hass auf schlechtes Storytelling entstanden. Im Nachhinein weiß ich das. Jetzt so im Vergleich auch mit der Serie, die wir hier nicht beim Namen nennen, aber trotzdem in epischer Weise besprechen. The D word. Ja, that shall not be named. Da ist, glaube ich, wirklich, da habe ich mein Herz für oder mein Bruch mit schlechtem Storytelling gemacht. Und zwar warum? Die Story ist völlig wurscht. Am Ende wird einer aufgeknüpft, ja. Und dann erkennen sie ihn, dass das irgendwie der und der war, an einer Narbe, die er hat. So. Diese Narbe wird im ganzen Buch überhaupt nicht ein einziges Mal genannt. Das kommt einfach so zack aus dem Nichts. So. Und das habe ich halt dann da reingeschrieben und habe gesagt, Entschuldigung, die können überhaupt nicht wissen, dass der das ist, weil von dieser blöden Narbe in dem ganzen Buch überhaupt nicht die Rede war. Zack, 6 Thema verfehlt. Und seitdem bin ich mit euch Deutschlehrern da draußen auf Kriegsfuß wegen so einem Schmarrn. Also mir wurde im Deutschunterricht und ich hatte einen Könnte ich mich immer noch aufregen. Ich hatte einen Differenzierungskursfach, das hieß Geschichte, Literatur, wo wir Bücher gelesen haben und dann halt darüber geschrieben haben und so weiter. Und uns auch manchmal mit Filmen auch beschäftigt haben. Da haben wir eigentlich genau das gemacht, was wir jetzt hier so machen. Und da war ich eigentlich immer sehr gut und da wurde mir von meinem Lehrer, der auch Deutschlehrer war,
immer gesagt, ach, die Anja, die ist so eine gute Schreiberin. Ha, schön. Und dann habe ich immer nette Noten bekommen und habe immer schöne Sachen geschrieben. Ja. Und war in Deutsch eigentlich immer ganz gut. Also ich meine, ich habe das Spiel dann, in der Uni habe ich das Spiel auch getrieben. Wir hatten in unserem Filmseminar dann einen Professor, der hat einfach in Zeitreisefilmen immer einen Ödipus-Komplex gesehen. Das hast du auch schon öfter im Podcast erzählt. Ich weiß. Und dann haben wir halt immer einen Ödipus-Komplex dann in meine Hausarbeiten reingeschrieben, weil er wollte es halt so hören. Und wenn er halt nicht drin war, war die Note halt schlecht. Und wenn er drin war, war die Note gut. Also, okay. Ja, das ist vielleicht halt albern. Vielleicht hatte der Alex ja auch einen Ödipus-Komplex. Ja, man findet bestimmt. Deswegen immer die älteren nur bei Zeitreisen. Ja, warum nicht? Genau. Ja, vielleicht ist er auch Zeitreisender. Ja, vielleicht ist er auch Zeitreisender. Also guck das nächste Mal Clockwork Orange unter der Prämisse. A, Alex ist ein Zeitreisender und B, die Ludovico-Methode hat nicht funktioniert und alle faken nur den Erfolg. Also ich bin mal gespannt, ob er das macht. So. Heute hat man nur Daumen drei runter Filme. Für diesen Film. Daumen hoch natürlich, ja. Daumen hoch natürlich. Der Film triggert mich einfach zu sehr. Auch, well done, Stanley Kubrick. Nee, also in wirklich negative Art und Weise bei mir. Also es hat mir nicht gut. Okay. Ich glaube, was anderes Provokantes ist nicht drin. Also die Bettwurst natürlich. Aber ich habe Irreversible wieder rausgenommen, weil den habe ich selber, das würde nicht zur Regel zählen, weil den habe ich selber nicht durchgehalten. Welcher? Irreversible. Was ist das? Ah, Watch the Trailer, reicht. Hab ich 10 Minuten geguckt, französischer Kunstfilm. Ah, yeah. Die Kamera dreht sich permanent um 360 Grad, die Geschichte wird rückwärts erzählt und es ist... Ich mag französische Komödien. Gut, also das waren die drei Filme für heute. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Kommentar da. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch als Podcast nochmal nachhören, dann auf nerdizismus.de oder wie ganz dezent hier unten eingeblendet, da unten eingeblendet, also bei Spotify und bei Google Podcasts und auch überall, wo es Podcasts gibt eigentlich. Und ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben unter der eingeblendeten Telefonnummer. Und ansonsten möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, hier nochmal auf die Comic-Con, nämlich am Sonntag, dass wir also hier nochmal eine große Starparade haben mit Robin Lord Taylor, Sam Jones, Michael Cutlitz, Eddie Miller, Manu Bennett und Chelsea Race. Das Ganze geht los von 13 Uhr. Wir sind dann dran ab 19 Uhr bis abends ungefähr 22 Uhr. Könnt ihr also kostenlos, für lau, total für umme. Ihr braucht einfach nur einen Twitch. Ich glaube, ihr braucht nicht mal einen Twitch-Account. Ich glaube, man muss einfach nur auf twitch.tv German Comic Con gehen. Ja, das ist richtig. Und ich habe das schon mal ausprobiert. Genau, auf twitch.tv.germancomiccon. Nee, Moment, den nochmal ausbilden. Genau, twitch.tv.germancomiccon. Drauf gehen, ihr braucht nicht mal einen Twitch-Account. Also von daher geht da auf jeden Fall mal drauf. Das wird bestimmt eine schöne Sache werden. Ja, das lohnt sich. Also heute haben wir besprochen, Cocktail für eine Leiche. Könnt ihr auf Amazon euch ausleihen. Don Camillo könnt ihr euch auch auf Amazon ausleihen. Und Clockwork Orange, den könnt ihr euch auf Amazon ausleihen. Und wenn ihr Sky habt, da ist er auch in der Mediathek. Und natürlich an dieser Stelle kann ich nur sagen, kauft ihn euch auf Blu-ray. Nee, lasst es. Es gibt eine ganz tolle Stanley Kubrick Box. Was du übrigens noch ein Weihnachtsgeschenk brauchst, die habe ich noch nicht. Ja. Gott, das überlege ich mir zweimal. Ob ich die hier haben will. Die ist schön. Ja, toll. Ja. Ein guter Film drin. Ja. Können wir dann mal gucken. Also in diesem Sinne, ich hoffe, dann sehen wir uns am Sonntag. Und wenn ihr das nächste Mal hier wieder einschaltet, dann verfolgt uns einfach auf unseren Social-Media-Kanälen, weil da posten wir nämlich immer geradezu in spamhafter Manier, dass wir dann und dann wieder live sind. Und wir sind schon mal gespannt, welche Filme wir uns als nächstes anschauen. Einen haben wir schon gezogen. Ein Film mit Adrian Brody. Mhm. So viel sei schon mal verraten. Ja. Und den habe ich ins Glas geworfen. Ja, und die anderen ziehen wir jetzt dann. Ich bin gespannt. Genau. Ja, in diesem Sinne, macht es gut. Bis dann. Bis bald. Ciao. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.